Dann das Konso-Wörterbuch. Dann muss ich noch ein Buch schreiben, genau. Ein Buch muss ich auch noch schreiben als YouTuber. Das ist ganz wichtig. Ich schreibe einfach 100 Seiten über die dummen Flachwitze meiner Zuschauer, die ich im Stream ganz oft bekomme. Das ist eine gute Idee. Konso-Pedobär. Nee, Konso-Pedobär nicht. Sagt die Zeit eigentlich 23 Uhr irgendwas? Okay, alles klar. Meteoriten müssen wir sammeln, denn wir sind ja so richtig geil. Ich überlege gerade, mit welcher Nahkampfwaffe wir die Wall of Flesh besiegen wollen. Ich muss mir zwangsweise doch das Jojo machen, oder? Oder ein Jojo. Was war? Ich habe, glaube ich, das Jojo im Dschungel gesucht, gell? Irgendwie so. Ne, die haben es auch gefixt, dass wenn du hier die Sachen abbaust, du dann so übelst hart Erfahrung kriegst. So. Wunderbar, wunderbar. Es war keine Aufforderung, dass ihr wieder da welche Witze reinposten sollt. Aber mir war es irgendwie unterbewusst schon klar, dass ihr es tun werdet. So. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. So. Alles weg hier. Ich glaube, wir haben langsam ein bisschen genug abgebaut. Haben wir auch relativ gut jetzt gelevelt. Sind jetzt nämlich schon Level 25 im Job. Was ein bisschen gut ist. Und nur so ein ganz bisschen. Nur dumm, dass wir hier mit Mounts irgendwie arbeiten. Das verstehe ich nicht. Ich habe nicht mal einen Mount. Obwohl, nachher fürs UFO wird es geil. Ja doch, das ist gut, das geht. Schon wieder Level 26. Das wird man ganz gut. So, was haben wir denn hier? Oh, ein kleiner Zombie. Spaß. So, Sword Experience auf 10. Dual Wild Mastery, what? Increase the chance of being able to attack with a second weapon. Second weapon must be on the next slot. Dein Scheiß Ernst? Wenn ich ein Jojo hab, das nachher doppelt Schaden macht. Das plus diesen Skill. Inaktiv. Second weapon must be on the next slot. Change increase by 10% per level. Damage of second weapon will be 8% per level. Heavy Slash. Erstmal die Passiven machen. Stomps nearest enemies using your mount. Stomp damage and your defense increase based on the speed. What the fuck? Ja, machen wir das erstmal jetzt auch auf 10. Mount Mastery. Einen Konso-Freizeitpark. Ja, jetzt übertreibt ihr mal ein bisschen, oder? Jetzt ist ja ein bisschen. So, wir machen nochmal hier. Gucken, ob wir die mit der Spitzhacke mittlerweile boxen. Nee, wird schwerer als gedacht. So. Brauchen wir ein bisschen Geld. Eigentlich wollte ich gerade woanders hin. Egal. Erstmal hier hochgehen. Zack. Das Geld wieder ablegen. Wir fast 30 Goldcoins haben, das ist gut. So, und jetzt machen wir nämlich genau
99. Fällt mir sehr gut. Da ist nämlich noch ein Schwert mit 200. Ist nicht so ganz so geil. Da ist die Meteorhammer. Ganz genau. Weniger Schaden ist mir scheißegal. Dafür können wir das jetzt wegwerfen und das wegwerfen. Das ist gut. Ich werde die Raumgun eigentlich. 124 Schaden. Wir machen uns das Zombie. Das Jojo noch. Nur das billige Malaise, aber es hat fast 300 Schaden. Wir haben halt nicht so eine Range. Ist nicht ganz so gut wie unser schönes Schwert, aber es ist nicht schlecht. So. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel Stuff, Alter. Ist doch nicht normal. So, und jetzt geht nämlich der Spaß der Späße los. Ich glaub gar nicht, wie geil das ist, was ich jetzt gerade mache. Haben wir nicht auch irgendwie einen Trank, dass wir schneller buddeln? Doch, bestimmt haben wir doch immer so einen Trank, oder? Nach dem Trank trinken wir mal, damit ihr mehr seht. Und da ist er doch. Grease Placement Speed. Auf geht's. Alter, jetzt redet ihr über Diablo 3. Oh, mir einfällt, ich habe noch keinen Hufeisen, gell? Shit, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Egal. Wir bauen es runter, währenddessen trinke ich mal wieder was Schönes hier. Kann ich ja nur um Jahrhunderte handeln. Naja, ich weiß, ich kann meine Stärke skillen, das hab ich schon gesehen. Und sehe da ein Lebenskristall. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir sie bald alle voll. Ich gehe auch gleich wieder auf Stärke. Zack, 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 zack. Spend Points. So, ich habe unser Schaden jetzt 288. Blauer Mond mit Effekt hätte locker 400 Schaden. Womit wir die Wolleflächen am Anfang übelst zerficken können. Ein Kompass bekommen. Nice Job, ich hasse diese Bots. Ja, die Bots gehen einem schon ziemlich auf den Sack. Aber bei LOL ist es noch um einige schlimmer. Da kommen sie jede Sekunde rein. Die Frage ist, ob wir jetzt noch was anderes als Warrior werden können. Ich meine, mehr Schaden auf Mount und so ist ja gar nicht so schlecht. Lisa, ich mag sie. Warum magst du sie? Weil du sie danach schön bannen kannst. So, wenn jetzt nämlich alles klappt, erreichen wir so kurz vor Null, killen wir im besten Fall die Wall of Flesh. Und dann bin ich mit dem Part auch heute zufrieden. Obwohl wir natürlich, ich hätte noch gerne die Biene gekillt. Oh, die Biene müssen wir eigentlich auf jeden Fall noch killen. Wegen der B-Gun. Die hätte ich halt echt gerne. Ja, da bin ich halt am überlegen, aber nicht nochmal in den Dschungel gehen. Egal, erstmal Hello Vader bauen. Das ist wohl gerade das Wichtigste. Wie weit sind wir eigentlich schon? Fast bei der Hälfte. Huiuiuiui. Rechts war nämlich eine Kiste, da wollte ich jetzt hin. Komm mal her, Kiste, Kiste, komm mal her. Was ist denn da Schönes drin? Oh, die schöne Stiefelein. Das ist aber ein schöner Stiefel. Gib mal die Stiefel her, mein Freund. Ja, nach deinem Trank kannst du auch mal wieder saufen. Mann, das hätte jetzt eine Eichschätz sein müssen mit diesen Water, nicht Water Walking Boots, wie heißen die nochmal? Mit diesen Eisboots. Das wäre top. Ja, aber theoretisch haben wir ja keinen Schmerz irgendwie fühlen, nicht ersaufen können.
müssten wir eigentlich auch in Lava rein können. Das wäre natürlich top. Ein riesiges Pilzbiom. So wie es aussieht. Oh, die Lichteffekte sind mittlerweile schon echt schön. Oh, das ist Marble. Was ist denn das? Nee, ist ein Pilzbiom. Mit einem Astronauten-Skeleton da drin. Bum, bum, bum. Hallo, der Konto ist da und er tötet euch einfach ohne Probleme. Da unten ist wieder ein schönes Climbing Claw, das finde ich gar nicht so schlecht. Nur ich habe halt echt zu viel Müll hier drin. So, weiter geht's. Weiter geht die wilde Fahrt mit der Biber Bimmel Konsobahn. Alter, komm. So. Wir haben ja mittlerweile noch 2 Herzen müssen wir finden, dann sind wir voll. Und wir haben 1700. Alter Schwede. Sind schon fast Level 40. Läuft eigentlich relativ cool. Außer dass ihr wahrscheinlich gerade nicht seht, aber alles gut. Wie weit sind wir jetzt? Ja, kurz davor. Gleich wird schon Lava kommen. Jupp, noch ist Lava. Also sollte jetzt kommen. Da ist Lava. Aber wir sind ganz perfekt an der Lava vorbei. Ohne Probleme hier. Nebenbei mal immer wieder heilen. Kriegen wir XP davon eigentlich? Lol. Jetzt weiß ich, wo ich mich im Hardmode einfach hinstelle. Ich stelle mich im Hardmode einfach hier hin. Und die ganzen Hardmode-Deppen werden wahrscheinlich alle in die Lava reinlatschen. Ah, da stand aber auch Penalty. Minus 5%, ich verpiss nicht ganz. So. Nimm den hier damit. Ja, da unten ist hier eine Medusa-Bitch. Noch kurz vor der Hölle sein. Hallo. So, jetzt lasse ich noch ein bisschen Wasser drin. Da haben wir eine Mining Po. Was? Was zur Hölle ist ein Batwing? Ich habe ein Batwing gefunden. Sehr komisch. Ist nämlich keine Textur da, aber alles, was so ist. Hat keine Textur. Dass eine Karotte hat. Aber vielleicht können wir da Flügel rausmachen. Ich weiß es gerade selber nicht. Sehr strange. Ach, guck mal, wer da unten wieder ist. Unsere Bitch. Die ist leider nicht das Top, was sie soll. Nämlich hier ein scheiß Kopf. Alter, wie tief ist das denn jetzt noch? Bitte nicht den KB kaputt machen. Dankeschön.